Hallo und willkommen zu der nächsten Folge von The Forest. Und ja, ich esse gerade ein bisschen Beeren, weil ich nichts anderes finde, beziehungsweise renne ich jetzt oder der Flo nicht ewig eine Echse hinterher. Und auf jeden Fall haben wir vor, wer mein Video noch nicht gesehen hat, ich habe ein Infovideo hochgeladen auf meinem Kanal, ziemlich wichtig. Oder ist eine Echse? Stirb! ist ein ziemlich wichtiges Video gewesen. Auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, angucken. Ich kann ja leider jetzt Sachen nicht mehr in der Infocard verlinken, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall angucken. Die Echse kannst du übrigens einfach aufhängen. Ach, und übrigens, hi Flo. Hallo. Ja, ich bin schon wieder im Laberfluss. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, aufgrund dessen, was ich eben in diesem Infovideo erzählt habe, wollen wir das Projekt demnächst beenden. Und ja, deswegen müssen wir jetzt eigentlich gucken, da wir schon fast alles eigentlich haben, außer halt noch ein bisschen Ausrüstung, aber darauf kacken wir jetzt einfach mal. Gehen wir jetzt einfach mal in die Höhle, beziehungsweise in dieses Loch rein. Ja, weil das Ding ist ja, wenn wir jedes Mal speichern, die Mulloks spawnen ja nicht neu. Das heißt, wir können ja immer hin und her abschlachten. Auf jeden Fall werden wir jetzt da mal gucken, wir speichern jetzt mal und probieren da mit dem Schildkrötenpanzer runterzukommen, weil ich will da nicht viel Zeit verschwenden. Und ja Leute, es tut mir schrecklich leid, aber ich habe schon damals, es war schon echt länger her, den Endboss-Fight mal gesehen in einem Video, da habe ich mich mal spoilern lassen aus Versehen. Aber da hatte ich auch noch nicht die Absicht, das Spiel mal zu let's playen. Also von daher, seid mir nicht böse, ich weiß, dass da unten in diesem Loch ein paar Mobs sind, Monster sind und eben halt da auch der Eingang zu Timmy ist, beziehungsweise zum Endboss. Und wir gucken einfach mal, dass wir die heutige Folge und die nächste Folge ziemlich weit kommen. In der heutigen Folge haben wir leider nicht so viel Zeit aufzunehmen, aber in der Folge vom Samstag werden wir auf jeden Fall probieren, mega lang aufzunehmen. Also, was heißt mega lang, aber relativ lang aufzunehmen. Und so, dass ich einfach viel schneit, damit wir wirklich weit vorankommen. Und ansonsten würde ich sagen, probieren wir es jetzt einfach mal aus. Und beenden vielleicht das ganze Projekt, finden vielleicht unseren Sohn. Ja, die Frage ist jetzt, ja. Ich glaube, das dauert länger, Schildkröten zu finden und Panzer zu holen. Wir haben ja einen Panzer. Wo? Also ich habe einen. Ja. Schildkröten. Oh, ich habe auch einen. Ausrüsten. Und den kann man jetzt mit irgendeinem Knopf, ich weiß nicht welchem, unter den Popo stecken. Also gedrückt gehalten oder nur? Nee, einfach nur mal geklickt im Sprung. Okay, es klappt bei mir noch nicht, aber das probieren wir einfach aus. Hier, weiß ich nicht. Ah ja, so, ja. Ja, also einfach runter, komm. I am the one, the way your time, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastards time, pop off the clock to feed themselves and family. Stirbst du? Weiß ich nicht. Safe. Ja, ich leb. Oh. Bin fast tot. Ah, ich ja, liege am Boden. Ja. Ich bin tot. Ja. Doch? Ja. Ja, war irgendwie klar, oder? Ich hatte irgendwie einen Balken und dann auf einmal war er weg. Zurück zum Hauptmenü und Neustart. Es ist geil. Warte. Wie du da runter schaffst. Nein, ich fall. Okay, ja, nee. Schaffen wir nicht. No chance. No chance. Warte, wie machen wir das jetzt nochmal? Also. Ja, nee, ich bin tot. Nein, ich fall auch. Oh, es ist hart. Ist so dumm. Es ist so hart steil, ne? Das. Und? Ja. Tot? Was denkst du wohl? Ja. Oh Mann, aber wie, da kommen wir nicht anders schnell runter. Das ist doch, voll die Höhle geht voll schnell. Oder? Hä? Bist du wild? Ich bin tot. Warte, ich komm auch. Ja, fürs Video. Ich lauf da schon mal. Nee, hä, vielleicht schaff ich's ja. Nee. Doch? Nein, ich bin tot. Hey, ich bin echt voll weit gekommen. Ich habe mich da an der Wand dann wieder festgehalten, ja, quasi. Ja, ich auch, aber. Und dann bin ich noch nicht gestorben und dann kabum. Ich habe so ein Gefühl, dass gleich meine Fackel ausgehen wird. Richtiges Gefühl. Oh nein, jetzt leckt's wieder. Ist dunkel. Aber weil ich das auch sagen will, ich habe ja, vorhin ein YouTube-Video angeschaut, um zu wissen, ob wir dahin müssen, aber der war an irgendeiner anderen Höhle. Aber es gibt mehrere Eingänge. Ja, wir sind wieder hier, irgendwie, wo die Spinne war. Hä, wie kommen wir denn hier hin?
Hä? Wie kommen wir denn hier hin? What the fuck? Was ist hier zur Sch... Mach mal das Ding auf. Mach ich gerne. Hier muss es doch... Ah, die Köpfe. I can't remember. Ich habe einfach auf das scheiß Map falsch geguckt. Tja, da hast du was Blödes gemacht. Das stimmt schon. Gut, Leute, wer habt ja gerade gehört, der Flo hat die Map nicht richtig lesen können. Ach. Keinen Ton haben. Genau, der Flo hat die Map nicht richtig lesen können. Und wir haben jetzt nochmal nachgeguckt, denn wir waren schon mal in dieser einen Hülle in der früheren Folge. Oh mein Gott, ich brauche wieder Essen, merke ich. Warte mal kurz. Snack, Snack. So, da. Ich bin Wo so geht's denn hier verfressen hoch wieder, ne? wieder? Hilfe. Hier links, ja. Ja. Da haben wir jetzt kurz nachgeguckt, meine alte Folge. Da waren wir schon mal in dieser einen Hülle, wo wir schon halb in dem Loch drin waren. Ja, die ist auch eigentlich genau an der gleichen Stelle wie die Höhle und ich habe halt auf der Map falsch geguckt. Ja, die ist nur ein bisschen weiter, also so weit ist sie nicht entfernt. Wir wollen jetzt da auf jeden Fall hingehen, dann durch die Hülle durch und probieren eben runter ins Loch zu kommen. Da werden wahrscheinlich ein paar Mulux auf uns warten, die machen wir erstmal kalt und dann werden wir da in den Gang von Timmy eben, wo man da rein muss. Das werden wir aber dann eben erst in der nächsten Folge machen. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern. Wie gesagt, ich versuche da viel zu schneiden dann nächste Folge. Und dann können wir da doch noch ein bisschen was erreichen. Hier. Ja, ich meine ja hier allgemein irgendwo mit dem Ja, wir Schildkrötenpanzer. probieren es mit dem Schildkrötenpanzer, ansonsten mit der Kletteraxt. Ich weiß es nicht. Wie geht's auch nicht mit der Kletteraxt runter? Ja, mit dem Schildkrötenpanzer geht's auch nicht. Doch, doch. Sicher? Wie er da drauf hockt. Fuck, ich komm nicht runter. Das geht doch so in die Hose, ne? Oh. Lol, 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 lol. Du musst an der Wand bleiben, an der Wand Ja, bleiben. wie Ja. denn? Ja, Ja, du kannst mich aufheben, richtig wenn gut. ich verkack. Ja, ich hab gewonnen. Ich glaube, ich Oh verkack. Gott, Ich zu bin viele tot. Ich Molux. bin tot. Muss mich aufheben. Geht nicht, zu viele Molux. Oh mein Gott, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Hä, warum? Wie viele sind da? Ich bin auch übrigens Fünf. tot und ich kann nicht. 500 Milliarden. Wir müssen neu laden. Nein, nein, nein. Ich finde dich. Du, ich Du bist bin an. oben. Du bist einfach an der Mauer Ja, gestorben. Was ist eben. mit Ich weiß dir? es nicht. Leute. Also gut. Ich möchte sagen, wir haben in dieser heutigen Folge nicht viel geschafft. Allerdings, könnt ihr euch das mal angucken? Da drüben sind drei Molochs. Oder zwei, ich weiß es nicht. Zwei Molochs. Und diese eine fette. Hier vorne sind drei Molochs. Da hinten ist ein Vetter. Da hinten ist Flo's Mutter. Also ohne Spaß, ne? Wie wir das überleben sollen, das frage ich mich. Das frage ich mich echt. Runterkommen, okay, wenn wir es tatsächlich irgendwie schaffen, runterzukommen. That's pretty nice. Das wäre richtig gut. So irgendwie, ne? Wisst ihr Bescheid, ich sterbe jetzt eh, aber ist egal. Ich sterb nicht, bin ich tot, ne? Lol. Die drei Molochs stehen jetzt vor mir. Lel. Ja. Und runterkommen schaffen wir schon. Allerdings, wie wir hier unten überleben sollen, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das ist echt mega, mega hart traurig. Wie viele Molochs hier sind. Ja, jetzt bin ich tot. Und wie gesagt, fette, fette Bosse, was auch immer. Wir probieren es aber in der nächsten Folge, wie gesagt, da werde ich viel schneiden, da werden wir viel aufnehmen, so dass wir eben weit vorankommen. Ich würde sagen, das war's von diesem kurzen, aber doch sehr tollen Part. Ich würde sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 1010, she can stare the sound from miles away. Hello felt kind of, now good vibes, feel like a title.